Ja, hi Leute, hier ist euer Mofa Berlin. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin gerade auf dem Weg zum Möbelhaus. Ich gehe mir heute einen neuen Schreibtischstuhl kaufen. Nee, ich war ja sonst immer auf einem alten Holzhocker gesessen. Ne? Nein, natürlich nicht, aber mein Schreibtischstuhl hat das Zeitliche gesegnet. Jetzt habe ich mir gedacht, da ich ja ein bisschen länger vom PC bin, dass ich mir einfach mal einen neuen leisten werde. Dafür muss ich jetzt allerdings ein paar Kilometer in Kauf nehmen. Aber ich werde heute Abend, denke ich mal, gemütlich sitzen. Ne? Nein, wir dürfen 100 fahren und fahren hier mit 60. Ich kann es einfach nicht glauben. Aber der LKW ist abgebogen. Leider bin ich jetzt schon am Ziel meiner Reise. Jetzt dauert es natürlich bei mir ein bisschen. Mein Auto ist jetzt hier nicht der schnellste hier. Okay, ich muss sagen, meins ist in der Werkstatt. Deswegen habe ich jetzt das von meiner Mutter bekommen. Ja, gut, aber ich gebe euch mal den kurzen Blick nach vorne. Oh ja, das ist ja wie mit einer GoPro. Okay, ich muss jetzt hier, oh, ich fahre jetzt hier schon ein bisschen krumm. Ja, Leute, ich wollte euch nur mal hier kurz den Stand der Dinge sagen. Ich glaube, ich muss hier runter. Mein Navigationssystem ist gerade außer Gefecht gesetzt, da ihr gerade zuschaut wahrscheinlich. Okay, aber ich muss jetzt mal ausschalten, denn sonst verfahre ich mich wahrscheinlich noch. Also bis gleich. Ja Leute, da sind wir schon angekommen am Möbelhaus meines Vertrauens. Schaut es euch an. Herrlich, wunderbar, wie groß. Hier drüben geht es noch weiter. Ich darf hier ja nicht so viel zeigen. Wegen Nummernschildern und so habe ich ein bisschen Angst. Oder dass mich hier die Leute ganz wirre angucken. Aber wir gehen jetzt erstmal rein. So Leute, wir sind jetzt wieder auf der Heimreise. Gott, komm schon! Woo! Okay. Wir sind auf der Heimreise und wir haben jetzt endlich unseren Stuhl. Ich wollte zwar so einen coolen, richtigen Schalensitz, allerdings war der alle. Und die Verkäuferin, muss ich wirklich mal sagen, ich hoffe, dass die mal auf dieses Video stößt. Die war nämlich wirklich heiß. Ja, ich habe mich jetzt für einen anderen entschieden. Der war jetzt ein bisschen teurer. Ist aber jetzt zwar von der Optik her wie ein Schalensitz. Ihr werdet es dann wahrscheinlich noch sehen. Aber er ist sehr, sehr bequem. Und da ich eben ein bisschen unter Rückenprobleme leide, ist das Ganze in Ordnung. Ich muss jetzt hier die ganzen Autofahrer, schauen mich schon komisch an, weil ich hier so meine Handycam so hochhalte und mit jemand rede, obwohl mein Beifahrersitz leer ist. Ja, liebe Verkäuferin, melde dich auf jeden Fall mal bei mir, falls du das mal sehen solltest. Ja, dann muss ich natürlich gleich wieder an die Maschinen, gleich auf den neuen Sitz und dann natürlich gleich wieder spielen, schneiden, rendern und hochladen. Aber im Moment läuft es ja relativ gut, muss ich ehrlich sagen. Ja Leute, ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich wieder zu Hause bin. Bis dahin, macht's gut. Wupp, wupp. Oh, wir fahren in den Sonnenuntergang, Aufgang, Scheibenwischer. Wupp, weg ist der Dreck. Hallo, Auto! Okay, die denken sich bestimmt, der Typ hier hat einen Schlag oder einen Schuss weg. Parkeplace. Okay, Mofa sucht jetzt erstmal einen Burger King oder McDonald's auf und holt sich dann hier nochmal sowas, einen Kaffee. Ich muss halt das Handy gerade hier ein bisschen komisch, also wie gesagt, ich filme ja immer noch mit dem Handy. Aber schaut euch mal die geile Landschaft hier bei uns an, das ist ja amazing. Okay, aber ich fahre hier ein bisschen krumm, deswegen muss ich jetzt wieder ein bisschen auf die Straße konzentrieren, aber wir sehen uns zu Hause. Whoop! Party, no tired, no Okay. Voilà, wir sind zu Hause und hier wohne ich. Sieht es abfuckmäßig aus? Irgendwie schon, ja, was soll's, was soll's. Ja, wir sind auf jeden Fall zu Hause. Ich mache hier mal den Kühlschrank, Kofferraum natürlich auf. Hier mein Scheinwerfer habe ich noch an. Oh, hier knatscht schon alles. Et voilà. So, der große Karton war an dem kleinen Auto. Et voilà. Nummernschild dürft ihr natürlich nicht sehen. Ich sperre es mal ab. Man muss auch dazu sagen, es ist ein altes Auto. Und hier haben wir ihn. Das Ding jetzt ganz hoch. So Leute, hier mein alter, geiler Gaming-Stuhl. Et voilà. Herrlich. Et voilà. Mofa ist fertig. Aber fällt euch was auf? Mir ist beim Aufbau ein kleiner Fehler passiert, wie ich gerade feststellen musste. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt nochmal auf die Schnelle ändern.
So, et voilà, habe ich es schon wieder hingebaut, richtig? Ich habe mich schon gewundert, warum die eine Schraube so extrem schwer reinging. Der Stuhl an und für sich finde ich ja ganz nice, muss ich jetzt mal sagen. Allerdings, was mir überhaupt nicht gefällt, und jetzt haltet euch fest, das ist die Rückseite. Sorry, Mates, aber das geht gar nicht. Ich habe das zwar gewusst, allerdings war das so, ja, der Einzige, der auf jeden Fall meinen Bedürfnissen entsprochen hat. Aber von vorne sieht er ja ganz cool aus und die Rückseite, die mache ich einfach, keine Ahnung, schwarz oder so. Ja, gut, Leute, ich hätte mal gesagt, würden wir mal hier eine kurze Sitzprobe machen. Und es ist ja amazing. Ah, da wird sich der Kaki freuen, dass ich dann einen zweiten Stuhl habe, da wo er dann ein bisschen mitsitzen kann. Dann kriegt er hier meinen guten alten. Ja, liebe Leute, dann war es das schon wieder vom lieben Mofa Beer. Und dann bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut, euer Mofa. Ciao, ciao.